Und herzlich willkommen zu... Wie heißt das noch? Yu-Gi-Oh! Death Pro. Yu-Gi-Oh! Death Pro. Oh, das so hat gefehlt. So. Also nochmal von vorne. Okay, wir haben ein Bild neben uns. Hallo! So wie wir alle. Hallo. Jetzt nochmal ordentlich, komm. Jetzt. Hey, Papier gewinnt. Seid mal kurz ruhig. Die Ansage fehlt noch. Los, du kriegst das hin. Du schaffst das, ganz ruhig. Bin so aufgeregt. Krieg ich jetzt auch raus. So, hallo, herzlich willkommen zu Yu-Gi-Oh! Death Pro. Kannst du es weniger schwul klingen lassen oder keine Ahnung, wie es gerade klingt? Oh, sehr schön. Das war gut. Ja. Bär. Genau, ihr müsst einfach wissen, bei Bär ist Bär und Gorilla. Genau, Gorilla. Wir haben noch gerade... Hallo? Keiner hört dir zustimmen. Nee, irgendwie nicht, aber ich muss mich gerade ein bisschen... Hey, quatsch mal nicht so viel. Halt's Maul. Du lenkst uns ganz schön abstellen. Ja, genau, so. Feuerfaust, Bene spielt. Hallo. Mehr gibt's nicht zu sagen. Bene, erzähl ein bisschen was dazu, was du machst. Der Gegner spielt, Emporkömmling Goblin. Er gibt dir 1000 Lebenspunkte. Ja, das ist nett, ey. Der ist voll großzügig. Danke. So, jetzt spielt eine Karte verdeckt, das ist toll, dann kann ich was zerstören. Ich spiele noch eine verdeckt, das ist gut, ich kann wieder was zerstören. Das und ist weniger gut, aber ihn, egal. Aber jetzt gleich im Endfeld. Ja, dann kann ich ihn ordentlich rapen. Ach komm, was soll's, ich kann's ja jetzt. Und dann kommt Bär. Und dann kriegst du schön fett plus und ordentlich Haue. Und dann gibst du so Tensen und noch mehr Haue. Oh, ich bin gespannt, was er da verdeckt. Ich hab's verkackt, wo die ist mittlere. Die? Ja. Verbindung verloren. Ja, das ging so gut. Da. Ja, gleich noch eine Sim dran. Ja, kein Problem. Starke Runde. Hier seht ihr mal wieder die absolute überragende Qualität der Duelle. Genau. Wahrscheinlich war das irgendwie seine wichtige Karte irgendwie. Das war vielleicht hier Sternschottdrache Angriffsmodus. Er hat die Fallenkarte verdeckt gespielt schon. Ja, genau. Ohne Sternschottdrache zu machen. Genau. Ja. Einfach so. Because heftig, he ja. can. Genau. Not bad. Why the fuck not? Bad. Oh, sowas wie so. Der Selbstzerstörungs- Hatte der gerade denselben Namen wie du? Spitze. Was? Hatte der gerade deinen Namen? Der Gegner? Oder habe ich mich da verlesen? Nein, dein Namen da. Chiara Minorin. Fang erst mal an. Mach erst mal, du ich fängst fang an. Ja. Das war ich der Meinung. Das ist, ich bin ja die ganze Zeit, das ist gerade. Nee, kann ja nicht sein, dass das mein Dings ist. Deine Account? Kann ja nicht sein. Oh, steht oben mein Name. Ach ja, ich war ja noch angemeldet. Ach so, ja, dann war dein Name und dein Login-Passwort noch abgespeichert. Ja, kann man ja gleich ändern. Naja, bisher eine Niederlage, der Restverbindung verloren, Siege. Also von daher. Ja, die Niederlage war ungewertet. Also. Ach ja, stimmt ja auch. Oh. Ja. So, alles klar. Ja, ja dann was soll's, ich spiel gerne mit Feuerfaust. Weil das so, UCG noch was machen, ich muss auch was machen. Kann man nur ungewertet leider machen. Knacken. Ach komm, setz dich den. Wenn er den zerstört, hol ich ihn wieder mit Geist, alles ist super. Und dann noch wieder aufbleiben. Toll. Eine witzige Hand. Ja, wunderschön. Ja. Robin, kommentier das doch mal. Genau, was ist hier gerade so passiert? Ja, er zieht er setzt die Karte. Endfällt, das schmeckt doch. Dann okay, gibt's erstmal auch nicht Schaden, wenn er jetzt nicht mehr. Oh, weiß mal sehen. Na, jetzt schon? Oh, ja. Das den konnte er nicht mal anketten, den mystischen, ey. Oh. Hart, ne? Oh, das ist ein Gorilla-Bär. Ich kann jemanden. Gorilla? Alles klar. Gorilla! Der ist toll, der. Oder so. Das ist ein Chicken. Genau, da ist Chicken. Ein Geist, das ist Chicken! Okay, warte mal, kann ich jetzt nicht auch gleich noch mit wieder aufnehmen? Kommt sie in Verteidigung es oder in Angriff? Es fehlt aber jetzt halt der Pferdeprinz. Mhm. Was? Wer fehlt? Der Pferdeprinz. Der Pferdeprinz, der gerade da ist. Der Pferdeprinz. Oh mein Gott, das ist der Vater von Pony, Mann. Ah, das Scheiße. Ich glaube, ich kann den jetzt schon weghauen fast. Das kann sein. Erstmal Terry. Oh ne. Nee. Ach ja, ich hab schon normal beschworen. Du hast schon normal. Ja, egal, einfach ein Bär. Der macht sich immer gut auf der Hand. Aber ich kann das jetzt noch wieder aufleben machen, aber das bringt nicht viel. Wieso? Ach, hab ich noch einen zweiten drin? Hab ich gerade gesagt, nein. Ach so, ich hab keinen zweiten drin. Ja, das macht ja nichts. Ja. Einfach mal angreifen. Einfach draufhauen. Drücken wir mal rein. Die Türken der Technik. Alles klar. Die Türken der Technik. Nein, ich bin damit. Nein, die Türken. Nein.
Ja, gut möglich. Autobahn. Nie mehr zu Fuß. Der Berg. Der geniale Heimwerker. Endlich Urlaub. Ich fahr lieber mit der Bundesbahn. Aufgegeben. Oh Mann. Gott. Oh Mann. Ich weiß es. Aber ist ja Match, ne? Darum gehen sie anscheinend so schnell raus, wenn ich. Was ist ein Match? Match, ja. Hast du eh kein Zeitboard, also. Ja. Von daher. Achso, zweite Runde. Okay, ja, wir wissen einiges über das Deck des Gegners. Genau. Ja. Er hat einen mystischen Raumtyphoon in seinem Deck. Ja, das ist gut, ne? Er dachte sich wahrscheinlich, ja, scheiße, das verliere ich eh, dann lasse ich ihn gar nicht mein Deck sehen. Das ist voll taktisch. Und irgendwie hat er. Na, für was ist er gar nicht mehr geboren? Oh, witzig. Und dann er noch. Aha, Tanky, sehr schön. Jetzt hat er sogar schon einen Monster. Oh Gott, das könnte nicht besser laufen. Das ist das Geile. Ja, Kyoko. Die ist toll, die. Genau, erstmal die ganze Decke. Man wählt eine verdeckte Karte vom Gegner und der kann sie nicht aktivieren. So, jetzt erstmal Bärruhe. Was denn? Egal. Colin wollte Warte sagen. Was soll's, mach weiter. Naja, er fühlt sich jetzt heftig so, oh, er hätte jetzt eine heftige Kombo machen können. Kannst du auch Gas los? Geist holen. Könnte mir jetzt Geist dann holen. Kannst du Dingens ausspielen, den Tenten holen, Geist spielen, Pferdeprinz holen und den nächsten Hahn aufs Feld holen. Ja, aber ich so sieht's aus, Armin, ganz einfach. Ja, ihn holen, weil ich nicht weiß, was er da verdeckt hat. So könnte ich nur mit Monstern angreifen, wenn er da irgendeinen blöden Effekt aktiviert, wäre das kacke. Also wollte ich eh erstmal Bär holen, um das Feld frei zu machen. Weil ich keinen Bock habe auf irgendeinen Flip-Effekt. So. Scheiße. Ja, wäre so oder so blöd gewesen. Was ist scheiße? Was hat er gemacht? Oh, Mermel! Ja. Witzig! Beides ist irgendwie so gewesen. Ja, ja, ich liebe Mermel. Ich könnte mal wieder Mermel spielen. Lief oder Megalo? Megalo. Megalo. Ist sehr wahrscheinlich doch etwas, was er verdeckt hat. Ja. Ja, verdeckt kann er doch eh nicht aktivieren. Ja, ja, aber es ist klar, was er verdeckt hat. Oder verdeckt haben könnte. Jetzt spielt der Stern in Fantasie. Nee, nicht Tiefsee. Das braucht auch nicht Schaden. Tiefseetaucher? Tiefseetaucher meine ich auch. Na, schwere Infanterie und dann scharf von der Hand. Schwere Infanterie. Ja, das könnte wirklich böse für dich ausgehen. Ja. Ich glaube, er könnte damit sogar OTK. Ja, ja, OTK. Du hast nichts dagegen. Nö. Wenn er jetzt mal klug ist und ja. Jop. Dann war's das. Jop. Wenn er jetzt das. Ne, er hat keinen Scharfschützen gespielt, ne? Ne, oh, dann war's das doch noch nicht. Hätte er noch einen Scharfschützen gehabt, den hätte er noch ausspielen können, dann hätte er einen OTK hinbekommen. Das mochte ich auch immer mit dem Deck dann. Oh ja! Das muss man. Komm, setz noch was verdeckt. Bitte, danke. Bitte, danke schön. Das bisschen Haushalt. Schön. Abenteuer im Ehrgarten, Bildstörung. Oh, weiß noch, ja, wieso nicht, ne? Have a party. So, Dings, Tenzin. Ja, das hört sich gut an. Machen wir jetzt mal den. Effekt. Bär wiederholen. Du kannst hier die komischen Heilung von den Evils Farms holen. Ja, aber dann ist alles weg. Nein, ich will mir ihn holen, Tenzin, dann noch einen Gorilla und dann ordentlich Plus machen, so. Colin sagt, das ist eine falsche Entscheidung. Nee. Nee. Moment, erstmal, ja, ich hab einen Ja, mir fehlt 2-4, der 2-4. Könnte ich noch eine Torte wegschießen? Da. Du kriegst doch noch einen, du kannst dir noch Tanky holen. Tanky. Aber Tanky kriegst du erst nach der Phase. Ja, macht. Gucken wir dann, was er macht. Dann kann ich noch was. Ich glaube sogar, ich mach Doppelkill, weil ich nicht will, dass er einen Exit-Monster raushaut. Doppel ist besser. Weil mit Tanky kriege ich eh wieder was. Hol ich mir den Panther wieder, dann kann ich das gleiche nochmal machen. Mit dem. Ja, dann kann man auch mit Pferdefans rumfallen. Genau. Genau. Main Phase 2. Danke. Also, Robin hat den Segen gegeben, er will es genauso machen. Das ist gut, dann mache ich das auch. Der ist der absolute Perfekt. Ja, okay, alles klar. Ich meine, mit Tenzin auf dem Feld ist er alles jetzt super. Er hat 4 Handkarten. Tenzin konnte man 2 Normalbeschwörungen machen, ne? Oder? Ja. Tenzin ist das aber. Verdammt, egal. Ist super. Und du hast ja Wolf geholt, nicht Panther. Genau. Egal. Ich nenne ihn aber so. Genauso wie ich das hier Tenzin nenne. Und den hier Gorilla und nicht Gorilla.
Aber Tänzer ist eine Fallkarte und Panda ist ein anderes Monster. Ja, aber das ist voll verwirrend, das ist doch toll, ne? Ich glaube, er gibt gleich auf. Nein, doch, diesmal nicht. Nee, er wird auf. Ja. 2, 1. Na, vielleicht verliert er auch die Verbindung. 3, 2, 1. Risiko. Ja, mit der Handkarte, ja. Vielleicht kann er damit noch irgendwas machen, wer weiß. Ich würde sagen, es sieht schlecht aus. Schreib ihn mal. Schreib ihn mal. How does it train? Oha! Und er macht die Karte weg. Wow. Werft Infanterie ab, Schuss, aktiviert seine verdecktes Dings. Er haut einfach nochmal zurück. Und Wassergeist. Ih, wenn er jetzt noch so ein Chisal hätte. Das war kein Wassergeist. Nee? Guck mal, er macht das wirklich, er haut mich weg. Das war Genek, sonst was. Ach so. So, kann man eine Karte zerstören? Ja. Ach so, ne? Ach so, ja. Ja. War ja was. So, am liebsten würde ich mir gleich wiederholen. Ja, mach ich mit ihm, hole ich sie mir wieder. Schuss auf Tanky, stun die hier wieder. Und dann hole ich noch ein anderes Monster. Ihn, damit hole ich gleich den Dicken wieder. Und mir, oh, das Deck ist toll. So, erstmal gucken, was er macht. Wir können dir alle folgen. Gut. Aktivieren. Tanky weg. Was macht er? Stimmt, will er es jetzt ankappen? Dann mach das dann. Jetzt holen wir was anderes. Wenn nicht, wäre es ganz schön doof von ihm. Die Frage ist, was hat er da? Ist das eine Abyssphäre? Das wäre. Das ist garantiert eine Sphäre. Es ist hart, also es kann auf jeden Fall nichts sein wie Spiegelkraft. Ja. Ja. Es könnte okay, auch. Okay, das gibt jetzt auf dem Popo. Es könnte auch Dings sein. Oh 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 oh. Durchprofen hat sich geklärt. Unaufgegeben, ja, das war das Wort zum Sonntag, ne? Das war's. Jo, definitiv. Alles klar, dann ja, Applaus. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.